willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem Bus-Simulator 18 und bei mir ist der DJ Matrix. Hallöchen. Der Frank. Moin. Und der Felix Gaming. Moin. Und wir bauen eine neue Linie und werden heute das erste Mal im Let's Play mit dem Konvoi fahren. Und zwar müssen wir die Agrikultzone mit der Industriezone und dem Hafen verbinden. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Mindestens zwei Haltestellen in der Agrikultzone kriegen wir hin. In der Industriezone mindestens zwei Haltestellen, dann fahren wir hier oben lang und alle im Port Ember. Einfach mal sechs Haltestellen. Und dann sollte das passen. Wie viele Haltestellen haben wir jetzt? 11, okay. Speichern und dann fahren wir das Ganze als Konvoi. Ich müsste... Ist das jetzt die Strecke da oben? Also müssen wir direkt einen Computerfahrer mit drauf packen. Das müssen wir uns okay. Gerade mal überlegen. Ich würde den Citaro da gerne drauf knallen. Mach doch, aber ich nehme meinen MAN wieder. Weil der Citaro, ich glaube, das ist der, wo wir am wenigsten Ärger mitkriegen jetzt. Weil wir müssen einen Computerfahrer drauf fahren lassen, um die Mission zu bestehen. Und dann werden wir in der nächsten Folge... Wir haben sogar noch zwei Busse über. Wie geil ist das denn? Ganz rechts, der mit der Spinne auf der Seite, ist ja von mir der. Ja, muss. Nur jetzt in der Kopfahrt nicht den Citaro nehmen. Ein. So, dann würde ich euch jetzt einladen. Wir machen eine Konvoi-Mission. Wetter machen wir auf Tag. Too-Early-Events machen wir an. Fahrkarten und realistisch Spieler einladen. Und dann wählt ihr euch mal alle schön euren Bus aus. Ich nehme den NRW-Bus. Und dann sollte das gleich losgehen. Also, ganz wichtig jetzt, es geht keiner raus aus der Coop-Mission, sonst ist das nämlich vorbei. Zum Thema Alex. Ja. Und dann würde ich sagen... Aber mir dauert das halt einen Moment wegen Laden. Ja, ja. Same bei mir. Bei mir laden alle Spiele 10 Jahre. Aber wieso starten wir jetzt Morbid? Das ist die falsche Linie. Hä? Seid ihr wieder alle raus, ne? Die Linie hier wollen wir fahren. Ja. Jetzt ist er gegangen. Ich habe die falsche Linie ausgewählt. Kopffahrt also, beginnen. Frag mal so ganz blöd, mein Bus ist auch nicht mehr da. Ist der jetzt auch irgendwie weggebackt oder keine Ahnung? Ich habe mal irgendwann Busse verkauft und da du ja schon lange nicht mehr dabei warst, kann es sein, dass deiner mit unter den Hammer gekommen ist. Aber ich glaub, bin der Meinung, deiner war der mit dem weißen Funpark-Logo hinten drauf. Kann gut sein, aber eigentlich... Ja, dann lass uns jetzt erstmal hier fahren. Ja, und ja, klar. In der nächsten Folge kannst du dann gerne dir einen neuen Bus bauen. Oh, klar. Hört sich immer noch jetzt schwul an. Ist er gegangen. So, ich lade euch mal wieder ein. Jo. So, dann Spiele einladen, Konvoi-Mission. Ich nehme den Nordrhein-Bus. Und dann müssten wir jetzt theoretisch gesehen in der Agrikultzone starten. Richtig. Richtig. Leider nein, leider gar nicht, ne? So, Konvoi-Missionen sind immer im Schnellstart, also da nicht wundern. Und dann geht das los hier. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Woche, Standard, einmal, und zwei. So, die anderen Fahrgäste nehmen einen anderen Bus. Ja, die sind schon bei mir an der Tür, die kommen dann schon bei mir geiern. Dann fahre ich in die Kornstraße. Oh, da hat aber einer Geld, der will 3 Wochen Karten haben. Oh, macht er nur 84 jetzt Euro. Ist er oder gegangen. So, ne? Ja. Ah, ich bin falsch abgebogen. Scheiße. Ja, ich mach den Fehler dann nicht. Ja, ich hätte erst die zweite Straße abbiegen dürfen. Nicht die erste. Echt? Ja, ich habe jetzt, ich wollte eine Miau die erste abbiegen jetzt. Also du bist nicht der Einzige. Da hinten, Felix, kommst du?
Würde ich lieben gerne, wenn ich wüsste, wie ich bei diesem Bus auf den Vorwärtsmodus stelle. Könnt du mal die Nummerntaste 7 auf dem Nummernpad. Da warten nämlich noch Leute auf dich. Hallo. Ah, oh, er fährt. Wahnsinn, der Bus fährt. Der komische da vorne. So, jetzt bin ich natürlich ganz hinten, ne? Weil ich mich verfahren habe. Werden wir eben schon kontrollieren. Ne, die haben alle Karten bei mir, die wollen keine 120 Euro zahlen. So, wir machen heute Stadtrundfahrt durch die Agrikulturzone, liebe Fahrgäste. Entsprechend pünktlich sind wir auch. Hat doch auch was. Auf jeden Fall. Dafür müssten die eigentlich extra bezahlen. Und bei mir war heute KI wieder ein Unfall. Dann kommt der Rahmen rein, Nummer Ecke. Na, fahr. Da vorne. Bist du jetzt gerade in die Haltestelle rein, Frank? Ja. Ja, du hast da vorne einen Crash ausgelöst, jetzt bewegt sich hier gar nichts. Ich hab da keinen Crash ausgelöst. Jetzt ist er weggespawnt. Boah, ich bin dann schon mal auf der Landstraße. Ab geht die Mutti. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Der Bus. So, ich bin dann schon mal in der Bootbauergasse jetzt. Und ich stehe hinter Rama. Passt. Da kann sich nur um Stunden handeln. So, den kriege ich weggedrückt. So, zumindest in der Theorie. Macht aber in der Praxis mal wieder gar nichts. Fahr doch, du Missgeburt, ey, du hässliche. Ja, KI kommt mir schon entgegen. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt bin ich um in der Kornstraße. Mit fast 3 Minuten Verspätung. Läuft. Die krieg ich auch noch. Lass mal fragt, wie der das ganze Spiel kaputt macht. Ich doch nie. Das ist eine blöde KI. Und jetzt schiebt er es auch noch auf die KI. Ja, wenn er nicht schwimmen kann, ist auch das Wasser schon. So, fahr. Ey, Alter, der fährt schon an, weißt du, und dann bleibt er doch noch mittendrin wieder stehen. Also wirklich, oh, da kann ich mich immer noch drüber aufregen. Wie gut diese KI hier ist. Ah, der Citaro. Ein Schwarzfahrer. Hat eine Lichthupe. Manni, wie viel Schwarzfahrer hast denn du schon? Gib mir die am Sack jetzt. Frage beantwortet. Null. Die Funpack Omnibus GmbH. Chaos pur.
Aber guck mal, ich bin wieder pünktlich, weil ich so viel Zeit zwischen den zwei Stationen habe, dass ich damit 3 Minuten Verspätung aufgeholt habe. Ich habe jetzt immer noch 30 Sekunden Zeit, ey. Wenn der Frank mir jetzt auf den Sack geht, weißt du, mit seinen Schwarzhaaren, dann komme ich jetzt gerade bei ihm an der Wohnung vorbei. Wieso, ist das eine Halde? Eine Kläranlage. Ja, das ist deine Wohnung. So, zweimal Tag, Standard. Bitteschön. Danke. Komm, verpiss dich da mit deinem KI-Verkehr. Alter, nicht so aggressiv, ne? Es reicht, wenn ich aggressiv bin. Brauchst du nicht auch noch aggressiv werden. So, also in dieser Folge werden wir den Missionsstrang noch nicht zu Ende spielen. Das werden wir in der nächsten Folge erst schaffen, weil wir nämlich noch ein paar, also 3 Stationen müssen auf Level 3 aufgepimpt werden. Dann müssen wir nochmal eine Linie erstellen. Und dann kommen wir hoffentlich mal zum Zopf, dann können wir unsere ganzen Linien mal umwerfen und können mal neu planen. Weil wir dann ja unseren zentralen Bahnhof haben. Uje. So, und hier muss man nämlich auch mal aufpassen. Hier biege ich nämlich auch ganz gerne verkehrt ab und dann ist man auf einmal auf der Autobahn. Ich glaube, die Erfahrung durfte Martin auch schon einmal machen, ne? Ja. Einmal, zweimal schon. Bleib stehen, du Vogel. So, und der komische braune Bus hinter mir ist auch schon nicht mehr in Sicht. Ja, ich habe einen braunen Bus vor mir. Na gut, ich bin schon an der Resselagerhalle, ne? Ja, ich fahre jetzt gerade beim Ostkorb-Lagerhalle vorbei. Das wäre jetzt mal die nächste Haltestelle. Ja, und hier ist Stau. Ah, der Frank ist vor mir. Guck mal. Genau. Du hattest dich nicht verfahren, ne? Nein. Da kommt einer. So, dann kommen sie rein, können sie rausgucken. Und du mit deiner weißen Hose, ne, hättest auch mal hinten einstellen können. Fahrkarte haben. Ja. Bei Black ganz in weiß. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Oh, verkehrt Knopf gedrückt. Nicht die Benutztaste. Danke. Und der nächste bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesstartkarte. Kriegen wir auch noch hin. Und auf geht's. Martin, du bist jetzt doch eigentlich viel zu früh unterwegs sein, oder? Ich habe 1 Minute Verspätung sogar. Echt? Du bist doch hinter mir gestartet, oder? Ja, dadurch, dass du falsch abgebogen bist, habe ich Nein, das hat nicht geblitzt. Das war ein Unwetter. Uiuiui. Hier muss ich raus. Ja. Dann drück auf den Knopf. Hast du nämlich noch nicht gemacht, Mutti. Aber Felix ist irgendwie weg. Ja, Felix ist falsch gefahren. Weit übers Meer. So, ich und Frank machen hier jetzt richtig Konvoi. Naja. Ja, wenn der Hafen hier einschafft innerhalb von 40 Sekunden, ist er gut. Ja, wir sind jetzt erstmal bei der... Wo seid ihr? Bei der Lagerhallen, Wrestle. So, ja, wir sind schon 2 vor. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Danke. So,
ich werde mir jetzt mal die Zeit nehmen. Einmal. Was? Ach so, hier. Na klar. Hier ist die. Was? Oh, na klar. Was? Na klar. Zwei. Klar. Hier. Na klar. Hier. Hier. Na klar. Hier. Klar. Alter, das war auch wieder ein Bild für die Götter hier, ey. Screenshot. Geil. Sie haben meine Fahrkarte schon. Und hast du auch schon ein? Zwei habe ich. Oh, und Martin hat null. Aber bei mir im Bus werden wieder irgendwelche perversen Sexspielchen getrieben. So, jetzt sind wir am Pier 1 gleich. Oh, ich habe irgendwen gefunden. Hab ich nicht. Ist das der Citaro, der entgegengekommen ist? Nee, ich habe den Orangen vor mir jetzt, den KI von uns. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte? Eine Standardwochenkarte. Gerne, Mutti. Dankeschön. Nächste Brille. Ich denke, ich brauche mehr Fahrkarte. Zweimal Tagesstandardkarte kriegen wir auch hin. Wobei, mit der Visur könntest du auch eine Seniorenkarte kriegen. Oh, mein Bus ist trotzdem so voll, ey. Na, wo hängt er? Ich kann nur leer gerade schnell. Der Spiegel. Ups. Ich hab Frank überholt, dann muss er nicht schnell. Ja, ich wollte gerade losfahren. Ich hab einen Schumacher gemacht. Ich hab dich in der Boxengasse überholt. Ja. Ah, da vorne ist ein orangener Bus. Nee, das ist der Schwule. Noch fahren mit verriegelten Türen, willst du verarschen? Zugemacht? Boah. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. So, zweimal Tag, Standard kriegen wir hin. Und 2,60 zurück, bitteschön. So, beide, die sind da alle auf. Fahren mit verriegelten Türen. Das ist das von dir tatsächlich oder? Achso. Kommt bei mir alle ein paar Sekunden. Aber ich habe alle Türen offen. Mach jetzt mit. Ja, sicher. Ich habe jetzt mit auf der Straße aufgemacht, die ganzen Türen. Ja, dann ist das nicht von dir. Dann ist das irgendein anderer Spieler. Frank, kontrollier mal deine Türen. Ja. Ich habe alle Türen auf. Ich habe jetzt mitten auf der Straße angehalten. Bei mir ist so offen. Ich merke, ich stehe hinter dir, Matti. Und da wie kommt der Citaro schon wieder hierher? Bei mir auch. Der fliegt bestimmt. Der ist mir doch vorhin erst, als ich aus der Architekt entging. Was? Oh. 900. Gegen Laterne gefahren. Ja, du. Hä? Du? Ich bin nicht gegen Laterne gefahren. Ich auch nicht. Aber wieso bist du jetzt aber so nach vorne gespawnt da? Keine Ahnung. Ach Mensch, fahr doch. Ah, hier halte ich den ganzen Verkehr hier auf. Jetzt hänge ich an der Laterne. Nee, Rahmen halt den Verkehr auf. Bleib mal locker da unten, Kollege. Scheiße. Wo kommt der denn auf einmal her, ey?
Ups. Ich sollte auch den Vorwärtsgang wieder reinmachen, sonst wird das nichts hier. Ah. So, ich habe einen Bums gemacht. Und Bums, unten ist er, ne? Ja, Bums und hat er Bums gemacht und unten ist er. Du weißt mal, wie leicht es ist abzustürzen, oder wie war das? Ja, genau. Das ist immer, wenn ich trinke die Flasche Wodka mit die Angel. Mach ich Absturz. Ticket haben oder rumstehst du mir eine Tür, Mutti? Da müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Ist wieder Verkehr. Wunderbar. Für drei Juden. Bei mir steht einer an der Tür. Boah, kommt dieses Rauschen immer her. Ich kann keine Fahrkarten mehr verkaufen. Wieso? Ist die Quittungsrolle leer oder was? Ja, bei mir steht eine Mutti in der Tür. Und ich kann nichts machen. Ja, das hatte ich auch schon mal. Das hatte ich sogar im Livestream, glaube ich. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Naja, da musstest du nämlich raus. Und ich kann ja jetzt schlecht raus. Ja, weil dann das Spiel beendet ist, ja. Na, jetzt geht die Alte dran vorbei. Mal, willst du mich verarschen, oder du dusselige Kuh? Boah. Ich habe beim Piepen gehört von deinen Türen. Weiß ich. Hört sich bei dir besser an als bei mir. Ja, warum bessere Bus als du? Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, aber meine KI ist so besoffen, dass bei mir vorne einer einsteigt und die anderen nicht rausgehen wollen. Das heißt, es sind die irgendwie minimal stuck. Wenn du jetzt irgendwas da beendest, dann komme ich durch die Fresse. Dann komme ich durch die WLAN-Leitung und dann kriegst du die Schläge deines Lebens, das schwöre ich dir. Ich brech nichts ab, ich kann bloß nicht weiterfahren. Bleib einfach stehen, hatte ich auch eben. Ja. Scheint sich von selber zu verflüchtigen irgendwann das Problem. Ja. Ups, warum blinke ich denn, wenn ich um die Kurve fahre? Ich Idiot. Weil du doof bist. Das geht dich gar nichts an. Nächster Halt, Ölhaus. Guck mal, dein Bus hat Tourette. Ach, deiner hat Tourette. Weißt du, kann einsteigen? Dann mach ich die Tür mit dazu. Das sieht voll lustig aus, wie die im Spiegel sich bewegen, ey. Ja. Endstation! So, mal hier mich noch auf der Straße stehen bleiben, soll ich mal kontrollieren kommen? Ich habe noch anderthalb Minuten. Ich auch. Ich glaube nicht, dass sie das Problem bei mir noch irgendwann verflüchtigen wird. Komm, ich kontrolliere mal schnell, bevor die mir an dem Jahr alle abbauen. Sie haben... Boah, voll das schwule Bild hier. Schon... Na klar. Sie haben meine... Na klar. Sie haben hier. Ja, ich weiß, dass ich deine Fahrkarte schon... Nur einer. Wie oft wollen... Hab ich Ihnen schon... Was wenigstens einmal. Bei. Hab ich Ihnen schon... Jetzt geh aus meiner Tür raus! Hier stehen zwei Muttis bei mir im Gang, die kann ich nicht kontrollieren. Naja, konnte ich auch wohl nicht. Ist immer noch Verkehr vor dir. Das gibt's ja gar nicht. Naja, drei Stück noch. Ein LKW, ein grüner Lieferwagen und ein kleiner PKW. Ich versuche den PKW schon die ganze Zeit immer ein Stück vorzuschieben. Die schiebe ich jetzt weg von der Kreuzung. Der nicht drauf fahren, ne? Nee. Macht den Bums und unten ist er und dann 600 Öcken weg. Uiuiuiuiui. Das war jetzt aber knapp, du. Genau. Idiot. Ja, Ochse. So, Hafenverwaltung. Huhu. Verwaltungshafen. Hallo? Ja. Oh, hier ist aber massiv Verkehr. Och du Scheiße.
gar nicht mal so gut aus da vorne. 3, 6, ja, die fahren relativ schnell um eine Kurve. Ja, die sind ja auch auf der Vorfahrts-8. Straße, da kommen die immer schneller vorwärts, als wenn sie auf der Vorfahrtsstraße sind. Ja, irgendwie schon. Erstaunlicherweise habe ich während dieser Let's Play-Serie noch nicht einen überfahren hier. Gar nicht. Das Erstaunliche ist, dass ich mich nicht fortbewegen kann. Weil ein Typ in meiner Tür steht und ich nicht schließen kann. Immer noch? Ja. So, warte auf deinen Mitspieler. Sag mir mal, auf welcher Haltestelle du stehst, dann komme ich nämlich mal da rumgetourt. Bin vor der Haltestelle bei Hafen Pier 3. Das heißt, da oben in der Ecke bist du. Da ziemlich nähe Wasser, wo du bist, ne? Ja, Hafen Pier 1 bin ich. Normalerweise kann ich ja mit dem Bus dahin fahren, ne, Rama? Ja, ja. Mach mal die Augen zu. Jetzt ist... Wird geladen. Oh, wieso passiert das eigentlich immer bei dir? Ich habe keine Ahnung. Ein Spieler hat das Spiel während der Code-Mission verlassen. Ich habe nichts gemacht. Ich hab's nicht verlassen. So viel weiß ich. Ah, damit ich hab hat sich das auch erledigt. Ich hab nichts gemacht. Ich wollte gerade die Türen zu machen. In dem Moment. Bumm, weg. Du bist offline im Multiplayer. Verstehe ich nicht. Also, wie gesagt, wir sind die Strecke ja trotzdem einmal komplett mit abgefahren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann, also wir brauchen nur den CPU-Fahrer da fahren lassen. In der nächsten Folge können wir dann alle Haltestellen, die noch nicht Level 3 haben, das sind nämlich die drei hier unten, die werden wir dann hochfahren. Hier ist auch noch eine. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.